Ja, hallo wieder. Hier ist wieder Klaus von der älteren Generation. Und Klaus spielt heute wieder ein Sudoku. Und ihr seid dabei. Ich schau mal auf meine Statistik. Also, ich habe 17 Spiele. So wenig nur. 77 Spiele habe ich gemacht. Bei Mitteln und 17 bei Schwer und eins bei den Extremen. Ich habe jetzt Level 19 erreicht bei 61.000 Punkten. Gestern war es schon schwer. Gestern habe ich bei 18, oder gestern war glaube ich schon der erste, der 19, und da habe ich schon wieder über eine Stunde bald gebraucht. Ich weiß nicht, ob die jetzt schwerer werden. Könnte sein. Okay, Leute, mal weiter. Also ein neues Spiel. Und wieder mitten. Und jetzt kommt eine Werbung, weil der Programmierer muss ja auch was verdienen. Ja, das ist schon lange her. Also, das ist die Tagesaufgabe von heute. Ja, was sagen die Einser? Nicht viel. Die Zweier. Schweigen, die Dreier. Ermöglichen immerhin einen Dreier. Und das war's auch hier. Zwei Vierer. Schweigen wir auch weiter. Nächste machen. Die Fünfer. Fünfer ermöglichen einen Fünfer und die ermöglichen sogar noch einen Fünfer. Tja. Die Sechser. Ja, nichts zu machen, sehe ich schon. Bei den Siebenen. Ja. Müssen wir machen bei den Achtern? Tja. Bei den Achtern haben wir da eine Nacht. Und dann haben wir da auch eine Nacht. Tja, das war's dann, neun. Haben wir da einen neun. Und dann haben wir. Ja, nein. Ja, und das war's, erstmal. Fangen wir mal einen zweiten Durchgang. Hat sich irgendwas verändert? Gibt es jetzt mehr Möglichkeiten? Und habe ich was beim ersten Durchgang übersehen? Nicht das sehe hier. Bei der 2.
Zwei Komplette dahin, das heißt, ja. Da kommt ein 2 hin. Das war vorher nicht möglich, da kommt auch ein 2 hin. Gut. Hat sich ja schon gelohnt, der zweite Durchgang. Der zweite Durchgang. Nummer 3. Nächste machen Nummer 4. Doch, da kommt eine 4 hin. Und ja, Momento, also da kommt eine 4 hin und da kommt eine 4 hin. Und da oben muss da eine 4 hin. Und da kommt dann auch eine 4 hin. Selber mehrere Ecken hier. Das ist selber mehrere Ecken. Das heißt also, dass die 4 hier hinkommt und dann muss die 4 dahin. Gut. Also das waren giebige Treffer hier. Im zweiten Durchgang. Also die 5. Fünf kommt dahin. Und dann kommt da eine 5 hin. Und dann kommt da eine 5 hin. Bei den 6 Händen kommt da eine 6 hin. Und da kommt eine 6 hin. Ja, das läuft ja hier. Ist ja kaum zu glauben. Das ist ja kaum zu glauben, ja. Was fehlt denn hier noch? Da fehlt eine 1, ne? Ja, da fehlt eine 1. Und da fehlt eine 1. Und was noch? 1, 2, 3, eine 4 noch. 1 und 4. Ja, wo bei 6 waren wir? Bei 7. Ja, bei 7. Da kommt dann 7 hin. Und da kommt auch eine 7 hin. Ja, bedacht. Also der kommt dahin. Und das heißt dann, dass der dahin muss. Und die 9.
schweigt momentan. Die 9 schweigt. Ja gut, war es das jetzt oder habe ich noch im dritten Durchgang hier auch noch was zu machen? Noch irgendwelche Chancen? Ja, nicht, dass ich sehe. Doch, da kommt ein Eins hin. Da kommt ein Eins hin. Dann haben wir fast den Block hier bald vollständig. Den mittleren Block, die mittlere Blockreihe, sagen wir mal so. Also bei den Einsern ist erstmal Ende. Bei den Zweien tut sich nichts, oder? Die muss da oben hin, das ist klar, und dann muss die da hin, aber wo genau? Also da kommt dann ein 2 hin, was noch? 1, 1, 2 und 3. Ne, 3 kommt auch hin da oben. Dann haben wir also da einen, da. Sind noch viele offen. Aber da kommt eine hin. Da kommt also 3 und 2 hin und tja. Was kommt da hin? 1, fehlt eine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2 und 8 fehlt also. Ja, okay, machen wir weiter, wo wir da bei 3 waren wir, glaube ich. 3 hatten wir. Vier. Da kommt eine 4 hin. Und dann ist das die 1. So, da haben wir die 4. Und ja, oben ist nichts zu machen. Das sehe ich schon. Die 5. Wir haben ja eine 5er. 6er. Sechser geht nichts. Nichts, nichts, nichts. Bei den Siebenen. Tja. Ja, also Ende oder haben wir nun den dritten Durchgang?
Also da kommt die Eins kommt dahin. Das heißt also, dass die Eins da in der Mitte ist und bringt uns nicht weiter. Diese Erkenntnis. Also die zwei sind da oben. Das heißt also, dass da die zwei hinkommt. Was fehlt da jetzt noch? Da fehlt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fehlt die 8. Da fehlt die 8. Und dann kommt der auch nach hinten. Dann haben wir die 8 ja alle. Jo, haben wir. Gut. Also Fortsetzung 2. Geht nichts mehr. Geht nichts mehr. 2, 3. Der muss dahin. Ja, die 3. Gut. Die 4. Also die 4 ist da. Tja, bringt sie nicht weiter. Die 5. 5 haben wir ja alle. Und 6 glaube ich auch, ne? Nein, 6 nicht. Und da kommt eine 6 hin und also da und da kommen 6 rein. Aber wo genau ist unklar? Tja. Bei 7. Und bei 9. Immer noch eine. Immer noch eine. Ja, ich habe nur noch einen Durchgang oder ist Ende? Was kommt denn dahin? Da sind zwei Stück, die fehlen. Ich wechsle mal kurz die Strategie. Da fehlt dann die 1, 2, 3, 4, 5. Die 1, die 6 fehlen. Bringt uns aber nicht weiter. Also da brauchen wir weiter 1. Da brauchen wir weiter 1.
Ich muss da oben was füllen, da sind zu viele Leerflächen. Und da unten auch. Aber wie? Also eins geht nichts mehr. Ja, zwei. Ich muss mal kurz unterbrechen und mal schauen, ob das andere Programm schon da ist. Das hier wollte ich nachschauen. Das wird ja gerade umgewandelt, wo ich da bin. 100% bin ich. Da habe ich noch ein bisschen was Zeit. Aber nicht mehr lange. Okay, wieder zurück hier. Also, wo waren wir denn jetzt gerade bei der 2, ne? Also der mittlere Block sieht schon mal gut aus. Die mittlere Reihe. Die mittlere Blockreihe. Die macht schon mal Freude. Also 2, glaube ich, war ich. 3 ging auch nichts. Ja. 4. Ist auch Ebbe. 5 mal 6. Sechs tut sich nicht. Ich habe hier wieder einen undurchdringlichen Riegel in der Mitte, wo die Zahlen sich da gegenseitig ergänzen. Scheint mir. Ja, dann müssen wir mal die Strategie wechseln, den mal füllen und füllen, ne? Strategie füllen von Linien, von Reihen, von Spalten und von Blöcken. Also zum Beispiel, da fehlen zwei Zahlen, da fehlt die 1 und die 2, 3, 4, 5 und die 6. 1 und 6 fehlen da. Und so viele Zahlen in der Mitte und keine 1 und keine 6 in der Nähe. Unglaublich. Da zum Beispiel haben wir eine 1 und da haben wir eine 6. Was fehlt da noch? 2, 3, 2 nicht, 3 nicht, 4 nicht, 5 nicht, 6 nicht, 7 nicht, 8 nicht und die 9, ja. Also fehlt 2 und 9. Gut, dann haben wir da fehlt dann die 1 und die 2. Nein, die 1 haben wir, 2 fehlt und 2 und 3 fehlt da oben. 2 und 3. Ja.
Ja, so viel mit dem Thema Füllen von Blöcken. Ja. Was sagen Sie, die Spalte hier? Und da haben wir eine Spalte, das sind vier Stück. Was fehlt da? Da fehlt die 1, da fehlt die 2. Da fehlt die 2, die 3, 2, 3, 4 und 6. 2, 3, 4, 6. Zwei, drei, vier, sechs. Also sechs kann schon mal nicht da sein. Sind einfach zu viele Zahlen. Ja. Also 4 kann nicht sein und 6, 2, 3, 4, 6. Aber 2 und 3 fehlen da. Da kann keine 2 sein. Da kann keine 3 sein. Was fehlt denn hier? Da fehlt die 1 und da fehlt die. Und die 6. 1 und 6. Und auch in dem Block fehlt 1 und 6. Also ich sag mal, die strategischen Felder, die werde ich nicht bekommen. Das sehe ich schon. Aber was geht da hin? Ein, zwei, der könnte drei, vier, das sind schon mehr der. Da zum Beispiel, was kommt da hin? Eins, da könnte eine 2 hingehen, 3, 4, 5, 6 und 7, 2 und 7. Und hier die 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die, da fehlt die 9, da fehlt 2 und 9. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 5. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Da können die 6 hinkommen. 7, 6 und 7, ja. Jetzt muss ich jetzt jedes Feld hier überprüfen. Was kommt da hin? Da fehlt die 1,
2, 3, 4, 5, die 6, die 9, 1, 6, 9. Da fehlt dann die 6 und die 7, glaube ich. Und was fehlt da? Ja, da fehlt dann auch die 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Die 6 haben wir, 7 haben wir auch, 8 haben wir und die 9. Ja, da haben wir was. Nochmal, was fehlt da? Die 1. Da fehlt eine 1. Die 2 geht nicht, 3 geht nicht, 4 geht nicht, 5 geht nicht, 6 geht nicht, 7 geht nicht, 8 geht nicht, 9 geht nicht. Also 1. Das wäre eine schwierige Geburt, dieses Feld zu finden. Dieses Feld zu finden, das wäre schwierig jetzt. Ja, eine großartige Lösung, die ich hätte aber auch nicht im weiteren Verlauf. Was fehlt jetzt hier noch? Da fehlt noch 1, 2, 3, 4, 5, sie finden die 6 und die 7. 6 und 7 fehlen da. Ja, 6 und 7. Dann haben wir eins, dann fehlt noch eins, zwei, drei, zwei, drei, vier, fünf, zwei, drei, sechs, ne? Die sechs und sieben bin ja da unten. Die neun, zwei, drei, neun. 2, 3, 9. Der bringt uns nicht weiter. 2, 3, 9. Doch. 2, 3, 9. Da können also die 2 nicht sein, die 9 nicht, also muss das die 3 sein. Jetzt haben wir noch 2 und 9, ne? Und 6 und 7. Ja, gut. Der Käse hat dann so ein paar weniger Löcher. Da oben müsste auch noch was hin, da. Zum Beispiel da, was passiert dorthin? Also die 1 geht nicht, die 2 nicht, die 3 nicht, die 4,
Die 5 nicht, die 6 nicht, 4 und 6. Hat sich jetzt irgendwas geändert hier? Ja, natürlich, aber trotzdem nicht genug. Es hat sich geändert, aber nicht genug für die Einsamen. Und auch nicht für die Zweier. Jetzt ist oben die Schwachstelle. Also die 6 kann nur dahin oder dahin. Zwei Felder für die 6. Was fehlt denn hier? Da fehlt die 1 in der Spalte. 1 wird die 2 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3 und 9. 2, 3 und 9, 2, 3 und 9. Also die 3 kann schon mal da nicht sein. Und die 9 kann da nicht sein. Der 2, 3 und 9. Was kommt denn da hin? 1, 2, 2, 3. 2 und 3, dann haben wir also 4, 5, 6, 7, 8. Und die 9 haben wir auch noch. 2, 3, 9. Tja. Und was geht da hin? 2?
2, 4, 5, 6, 5, 2, 6, glaube ich. Denn sechs haben wir auch schon. 7 haben wir ab. 2, 9. 2 und 9. Was passt denn da hin? Da haben wir also in der Spalte haben wir also eine 1, da fehlt die 2, die 4, 2, 4, 6 und 9. 2, 4, 6 und 9. Zwei, vier, dann muss das ja die sechs sein. Aber hatten wir dann eine neun, dann eine zwei und eine vier hatten wir auch noch. Gut, also haben wir da eine sechs. Eine vier. Aber das reicht immer noch nicht. Was sagte ich jetzt? Wir haben jetzt also hier in der Spalte hatten wir 2, 4, 1, 1, 2, 3, dann fehlt die 2, 3, 4, 5, die 6 fehlt, 2 und 6 und die 9, 2, 6, 9, 1, 6 haben wir ja, 2, 7, 9 oder wie? Ja, 2, 7, 9, glaube ich, 1, 2, 3, 2, 7, 9. Die 7 kann da nicht sein. Die 9 kann da nicht sein. Und die 2 kann überall sein, ja toll. Was fehlt jetzt hier? Da kommt was hin, eine 7, glaube ich. Da kommt, glaube ich, eine 7 hin. Und was fehlt jetzt? Da fehlt jetzt noch die 2 und die 9. Dann haben wir 3, 7 da oben. Die 7 da hängen auch fest da oben. Da komme ich auch nicht weiter. Verfilzt und zugenäht. Gut, hier haben wir noch schon 3. Was kommt in diese Spalte hier hin? Da fehlt die 1. Da fehlt die 2. Drei, vier, fünf, eins, zwei, sechs, oder wie? Genau, eins, zwei, sechs. Eins, zwei, sechs. Tja, sind wir trotzdem weit weg vom Schuss. Eins, zwei, sechs. Tja, hier fehlen jetzt was 1, da fehlt auch 62, glaube ich. Und dann 29, ne? 29, glaube ich, fehlen da. Da fehlen 29 und da oben fehlen 2, 3. Ich muss nochmal hier so durchgehen. Zur Selbstvergewisserung.
Also 19, Level 19, auf dem ich jetzt bin, das ist deutlich schwieriger. Ich könnte aber nicht sagen, woran das liegt. Der Reihe. Vier. Mir fehlen nur ein, zwei Zahlen da oben, so ein paar Schlüsselzahlen, dann löst sich das hier auf. Was fehlt da? Da haben wir so. Eins, zwei. Und da eine Eins. Zwei haben wir, drei, vier, fünf, eins und sechs. Das ist verrückt. Ja, ich muss mal kurz Pause machen, komme gleich wieder. Ja, und weiter geht's. Die Frage ist die zentrale, wie finde ich hier die relevanten Felder, die zu untersuchen sind. Also die hier unten sind ja schon untersucht worden, die hier und die, das auch. Aber von den anderen, welches ist da jetzt das relevante Feld? Und wie findet man das? Also hier zum Beispiel haben wir die sechs. Die 9, die 2 sind enthalten. Und die Frage ist, ist das jetzt ein relevantes Feld? Also die 1 geht nicht, die 2 nicht, die 3, die 4, die 5, die 6, die 7. Ja, da haben wir die 3 und 7. Die passen dahin. Und da passen die 1, 2, 3, 3, da passen die 4, da fehlt dann die 4 und die 7, ne, 3 und 4 fehlt dann da.
3 und 4. Was fehlt da? 3, 2, 2, 3. Was fehlt da? Da fehlt 3 und 4. Und da fehlt 4 nicht, da fehlt die 2, die 3, 3 auch nicht. Da fehlt die 1, die 2, 3 haben wir, 4 haben wir, 5 haben wir, aber 6 haben wir nicht. 6, ja. Dann fehlt wieder die 6. 2 und 6, 1 und 2. Das hatten wir, da fehlt die jetzt 3 und 4, ne? Und 4, glaube ich, ja, genau. Und da fehlt 3. Das fehlt ja auch 3 und 4. Was fehlt da? 1 und 6 oder ähnlich. Und 2. Was fehlt denn jetzt hier in der Zeile? Fehlen 4, 5 Buchstaben. 5 Buchstaben, das sind zu viele. Da fehlt die 1, die 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, und was fehlt dann noch? 1, 2, 3, 4, wird noch ein Wort. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 7. Eins, vier, drei, sieben. Ja, zum Beispiel, da haben wir die 1, die 3, die 4. Müsste da die 7 kommen. Also die 1 geht nicht. 1 haben wir, die 2 suchen wir, 3 haben wir, die 4 haben wir, die 5 haben wir, die 6 haben wir, die 7. Da fehlen doch die 2. 2 und 7. Und da haben wir die 2. Moment, ich habe jetzt in der Reihe hier fehlt die 1, 2, 3. Ja, genau, 1, 2, 3, 4 und die 7. Also in 4 Zahlen habe ich ja nicht. Die 4 Zahlen, die da fehlen, sind die 1, die 3, die 4 sind ja nur 3. Und da habe ich 2, 3, 7, da fehlen die 4. Und da habe ich dann die 1, 2.
Irgendeiner zweifelt immer. Wie komme ich hier weiter? Was ist denn mit der Zahl? Habe ich das schon untersucht? Da fehlt die 1, die 2, 1, 2. Also da können zwei sein. Und da können drei sein. Drei fehlt ja nicht. Da fehlt die eins fehlt und die zwei. Eins, zwei und eins, zwei und was noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6. Und 2, 6. Tja. Da oben geht auch nichts. Was denn damit? Da sind drei Stück frei. Also da passt hin, da suchen wir eine 1, also 2 haben wir, 3 haben wir, 4 haben wir. 1, 4, 1, 4, 1, 4, 6. 1, 4, 6. Suchen wir da also. In der Reihe, also in der Spalte. 1, 4, 6. Da haben wir die 6, da haben wir die 1, ja. Ist ja bekloppt, oder? Da haben wir die 6 und da haben wir die 1. 1, 4, 6. Und 4, 6. Ich muss das ja auch schreiben. Da haben wir 1, 4, 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6. Und dann haben wir hier. Also 1, 4, 6 und zwingend den Ding, also zwingend dort. Von den anderen können wir das nicht so genau sagen. Zum Beispiel hier, da fehlt, mal gucken, was hin. Da fehlt die 2. 2, 6 und 9 oder so. 2,7. Ne, was fehlt da? Also, dass ihr einen Schnitt findet. Die 1 geht nicht. Da fehlt die 2. Was noch? Und da fehlt die 9.
29. Also 2 und 9 und da oben fehlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 7, 9. Genau, 2, 7, 9. 2, 7, 9. 2, 7, 9 und die 7 kann nicht da sein. Dann halt 279. Dann halt da oben muss halt die 7 und die 9 hinkommen. 7 und die 9 muss halt dahin sein. 7 und 9 kommen also dahin. Und das heißt, da muss dann die 7 kommen. Und da oben dann die 9. Weil das ist die Lösung. Und dann haben wir da einen Nonner. Ja, dasselbe nochmal bitte. 279 muss jetzt die 2 sein. Zwei, sieben, neun, ja. Ja, wie habe ich das jetzt gemacht? Muss ich mal merken. Was hat die Zeit? 14:06. Und das vorige. Da habe ich den Knoten hier gehabt. Also 2. Was war mit der 1? Die 1 löst, das wird das Problem nicht gelöst dadurch. Das war nur ein Teilproblem. 2 auch nicht. 3 ebenfalls nicht. 4 auch nicht. 7 hin. Da kommt dann die 7 hin. Und haben wir jetzt damit schon was gelöst, oder? Ja, da haben wir ja. Und die 9er haben wir auch. 8er, 9er, 7er und die 6er. Ja. Jetzt muss ich die anderen Berechnungen auch alle wieder neu durchführen. Alles, was bisher richtig war, ja, aber 2 löst das immer noch nicht. Die leistet hier wirklich hartnäckigen Widerstand. Was kommt denn jetzt hier? Da kommt die 1 und die 2, 3, 4, 5,
Und die 6. 1 und 6. Und dann sind dahin. Und da auch 1 und 6. Und 6. Also da kommen 1, 2, 3, 3 und 4, ne? Der 3 und 4 kommt dahin. 3 und 4. Das ist schon mal zwingend. Da kommen 1 und 6 hin. Und was kommt dann da hin? Dann wird die 1 und die. Die 1 kommt, die 1 und was noch? 1, 2. 1 und 2. Und 4 habe ich da schon. Dann haben wir dann noch 1 und 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Dann kommen wir dann 2 hin. Ist das richtig? Ich weiß nicht so genau. Moment, da kommt die nochmal 1, 2. Da kommt 3 und 4 hin. Und da haben wir 6 und 2 und 1 und 6. 1 und 6, 2 und 3 und 4. Was fehlt da noch? Dann fehlt noch Momentum. 3 und 4 und 1. Dann fehlt noch 2. Was haben wir hier? Hier waren die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die 6 fehlt dann auch noch. 2 und 6. 2 und 6 da. Und und 6. 2 und 6 da. 3 und 4, 2 und 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann werde ich 9. Also 3 und 4, 2 und 6 und 7, 8, 9 haben wir ja. Die 4 fehlt dann noch. Die 4 können da oben nicht sein. Also fehlt dann. Hier haben wir die 4. Die 4 können da nicht sein und die 4 können da nicht sein. Also muss die 4 da sein, ja. 3 und 4 hatten wir ja schon gesagt. 3 und 4. Ja, 3 und 4. Und dann haben wir hier noch die 1, 2 und 6. 1, 2 und 6. 1, 2 und 6.
Ja, 1,62 hilft uns aber auch nicht weiter. Das heißt, hier haben wir dann nur 2,6. Sechs. Gehen dann dahin. Ja. Und hier kommt 1,6. Muss dann die 2 hin. Die 2 kann auch nach oben. Ja. Aber hier irgendwo ein Lösungsfeld, ein Lösungsansatz. Da fehlen zwei Felder. Eins, zwei, wieder die zwei. Und die drei. Zwei und drei. Zwei und drei kommen da also hin. Ja, 2 und 3. Und dann 2 und 3 und dann fehlen dann noch da die 1, die 4 und die 6. Tja, 2 und 3. Zwei und drei. Kommt da so hin. Und was kommt da hin? Eins, zwei, drei und vier, glaube ich. Drei, vier. Und da auch drei und vier. Zwei und drei, eins und vier. Und da haben wir 2 und 3 und 2 und 3. Und da haben wir 2 und 2 und 3 auch da. Zwei und 3. Zwei und drei, zwei und drei. Da haben wir vier und drei und vier und drei. Und jetzt haben wir da. Und da haben wir jetzt, was haben wir da unten? Eins und sechs. Eins und sechs, eins und sechs. Und hier haben wir auch 1 und 6, oder? Eins und 6.
Dann geht er in die Mitte, was ja ans zweimal, dreimal, hier, eins, vier, sechs. Eins, vier, sechs. Eins, vier, sechs. Die eins können wir schon mal machen, streichen. Dann haben wir da vier und sechs. Da haben wir 1 und 4 und da können wir die 4 streichen und bleibt dann die 1 und die 6. Und da können wir die 6 streichen und bleibt dann die 1 und die 4. Ja, jetzt haben wir nur ein Feld hier, nur zwei Felder. Da kommt jetzt was hin. Also da fehlt in der Reihe, in der Spalte fehlt die 1. Da fehlt weiter die 6 natürlich. 1, 6 und und 6 und 9 oder 1, 6 und 7 oder was fehlt da weiter in der Reihe? Da fehlt die 1, da fehlt die 2. 1, 2. 1, 2. Zwei, sechs. Richtig. Eins, zwei, sechs. Eins, zwei, sechs. Wäre dann eins, zwei und sechs. Da auch eins, zwei und sechs. Gut. Das heißt also eins, zwei und sechs. Habe ich die jetzt alle? Da kann kein Eins hin. Da kann kein Eins hin und ja, das sieht gut aus jetzt. Jetzt sieht man sofort, dass da quasi nur ein Eins hinkommen kann.
Weiter 6. Ja, bei den 6. Ja, sieht man nichts. Bei der 2. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hier auch alle richtig eingetragen habe. Bei der 3. Weil sie da 2, 3 haben. Bei der 4. Bei der 5. Ja, gut, also die 1 zum Beispiel könnt ihr dann da wegfallen. Das würde heißen, sowohl in der Spalte als auch in der Reihe gibt es nur ein Feld, das eine 1 hat. In der Spalte nicht, aber in der hier in der zweiten Reihe. Da kann kein 1 sein. Da kann auch kein 1 sein. Genau, da kann kein 1 sein. Und da kann auch kein 1 sein. Und da auch nicht. Also muss das die 1 sein. Also kommt dann 1 hin. Nein, bitte weggehen. Da kommt dann eine 1 hin. Und damit kann ich dann da die 1 wegmachen. Dann kommt da die 6 hin. Dann kommt da die 6 hin. Und dann können wir die 6 da wegmachen. Und da kommt dann die 4 hin. Ja. Und dann kommt die 4 weg. So, das heißt also dann, da muss eine 4 hin. Da muss also eine 4 hin. Und da kommt eine 3 hin. Ja, gut. Und dann muss da die 3 wegkommen. Da muss dann die 2 dahin kommen. Wenn die 2 dort wegkommt, dann muss er dann 3 hin. Und dann kommt da ein 3 hin. Dann kommt da eine 2 hin. Und da kommt da eine 2 hin. Und da kommt dann die 6 hin. Ja, jetzt haben wir es aufgelöst bekommen. Und jetzt kommt da die 1 hin. Und da kommt dann die 1 hin. Weil das war schwierig jetzt. Aber ich habe alle 500 Punkte bekommen. War 90 Minuten lange Zeit.